Candelia. Kenne ich gar nicht. Die ist neu. Das hört sich an wie eine Vaginalcreme. Ah, nee, Candelilla. Eine Vaginalcreme? Was? Ich nehme die mal mit. Scheidenpilz. So. Magst du mit mir in einer alten Ruine schlafen? Soll ich die Tür irgendwie zubauen? Nein, warum? Okay. Der Nervenkitzel. Ah, warte. So, hier, ich bin bereit. Zum Schlafen. Kommen Sie doch mal mit, schöne Frau, kommen Sie doch mal mit. Hier habe ich die Scheiße her. Hier hast du die Scheiße her? Ja, hier aus dem... Was Poloch. Passiert denn, wenn man da reinspringt? Ach so, ins Poloch? Ja. Dann erlebt man ganz tolle Abenteuer, die geriffelt sind am Rand. Bin ich bestimmt dem Meister von Tobi wieder. Wo bist du da hin? Unten eine Saletti. Was? So, ich warte kurz. Die Berge sind ziemlich geil. Also das muss man einfach sagen, ja. Die Berge sind schon ziemlich geil. Die, ich wünschte, es die Saletti-Berge von die Saletti-Berge von Tobi Stinson. Tobi Stinson. Tobi Stinson. Das ist awesome. Was haben wir da hinten? Achso, ich habe noch was für dich, übrigens. Ja, was denn? Hier. Na, danke schön. So viel Zeit muss sein. Die essen sich gleich alle auf. Hier, ah, kacke. Hier hab ich uns ein Spa-Wochenende gebucht. Mit einer richtigen Schlammpackung. Schön. Kann man da nicht reingehen? Ja, mach doch mal. Soll ich machen? Mit Arschbombe. Okay, warte, mit Arschbombe von hier drüben. Okay. Sag Bescheid. Chimonimo! Oh, 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 oh. Okay. Oh, wie das stinkt. Oh, wie das stinkt. Oh. Ja, das war. Boah, das ist der Smog des ewigen Gestankes. Oh. Okay, jetzt geht's wieder. Oh. Oh. Sollen wir da rein? Was ist das denn? Ach so, Hüte. Da schwimmen wieder Hüte. Ich muss mal ein bisschen Erde wegschmeißen. Hast du noch genug Holz? Hm, weiß ich nicht. Hui. So. Das sieht einfach so falsch aus. Und sie kommt wieder zurück. Warte. Wie sieht's denn aus? Ja, es sieht aus, als würde ich kotzen. Aus dem Mund kacken. Das sieht wirklich aus, als würde ich aus dem Mund kacken. Warte. Hätte ich vielleicht eine Scheißesee machen sollen. So, warte. Ich glaube, das ist das Nächste, was ich hier versuche. Ich gehe einfach nochmal auf Achse, wenn ich einen Atlas habe, natürlich diesmal. Mhm, und dann zurück in den Unterwassertempel. So. Das kann aber dauern. Nee, ich habe Zeit. Naja, ja, eigentlich nicht. Ja, klar. Eigentlich so. Nicht. Aber. Geht. Wir versuchen mal möglichst lange im Wasser zu bleiben. Das ist ein fetter Lachs. Boah, lecker. Ich meine, oh, schön, der Lachs. Du meinst, oh nein, oh, der arme Lachs. Hier kommen wir nicht weit, weil hier ist überall Eis. Wir müssen, glaube ich, andersrum. Boah, ich bin gespannt. Warte. Oh, oh, nein, nein, nein. Ja? Andersrum. So, warte. Ich gehe zu Fuß, du kannst ja mit dem Boot schwimmen. So. Bist du weiter mit dem Boot? Ja, nö. Ach, ich gehe hier drüben einfach an Land. Was hat Pan auf den Kopf? Ihm! Haare. Nein. Ich habe einen kleinen Gronkh auf dem Kopf. Was? Zumindest, ja, doch. Ich finde schon, das sieht dir ähnlich. Also deiner Figur. Ist das auch Lesbenspans Gronkh? Oder ist das der, ist noch, oder ist das der klassische Gronkh? Oh Mann, es tut mir so leid. Ach ja. Ach, Menno. Oder? Snow? So, hier. Hier, guck mal hier. Ja, achso. Ah, die feine Dame will Abstand halten, das verstehe ich natürlich. Na, Quatsch. Ich rieche stark, so. wenn ich im Schlaf transpiriere. Ja, die Zwiebeln wieder. Ah. So, ja, Albtraum. So, jetzt nehme ich dein Bett. Du hast die Kamera gerade an, ne? Nein. Wieso? Im Chat steht, hey, die neue Wohnung ist im Hintergrund genauso eingerichtet wie die alte. Ja, komisch. Ja, woran liegt denn das nur? So.
Vor allem das Regal ist 1:1 nachgebaut, weil ich vorher alles angeklebt habe. Ach, wie süß. Wie dominant er gegenüber Frauen ist. Er bestimmt, wo geschlafen wird. Er bestimmt, was gemacht wird. Er bestimmt einfach alles. Ja, aber was soll die Scheiße denn hier? Ja, es tut mir leid. Ich bin einfach Domino gegenüber Frauen. Ich fühle mich einfach total unterdrückt hier. Ja, ja, klar. Ja, jetzt wissen die Leute das mal, ne? Ja, natürlich. Naja, nichts hier, Regierung. Was? Ich liebe solche Kommentare. Ist doch voll geil. So. Kannst du eine davon anzünden? Nein. Du machst hier nur, was ich sage. Das ist doch eine Ölquelle. Eine dritte Ölquelle. Oh, ich liebe erkunden. Ja, ich aber mach gefälligst, was ich sage. Eine kleine Hütte und dann... Oh ja, oh, Entschuldigung. So. Oh. Und nenn mich bitte nur Sultan. Sultan. Ich habe noch ein altes Necron. Handtuch, das binde ich dir dann gleich um. Oder ja. Nenn mich Weltraumkapitän Superstar McHammergeil. Ja, irgendwoher kenne ich das doch. Komisch. Verstehe ich nicht. Aber nenn mich bitte so. Also Kraken anzünden. Was ist denn hier? Ach, die Leute. Das sind schwimmende Kalamari. Noch mehr Öl! Wo? Noch warte. Zünd mal Pan beim Schlafen an. Was? Oh, Öl! Und noch mehr Öl! Was? Hier, links von dir. Alter, wie viel Öl. Öl. Wieso ist Öl eigentlich nicht weiß? Voll rassistisch. So. Ich habe am Anfang wirklich einen Wal gesehen. Okay. Du bist irgendwie in den Berg reingefahren und dann bist du despawned bei mir. Ja, ich fahre immer in den Berg rein. Das ist das, so, was ich mache. Da ist meine Betthöhle. So. Was war das bitte jetzt? Oh, du hast kein Boot? Nein, dann fahre ich mal weiter. Tschüss. Wo ist das Boot jetzt? Warte mal. Nur mal gucken, was es da so gibt. So, ja, mit dem Schilder. Was denn? Treibsand. Oh nein! Hier ist normaler Sand. Gut. Ja, pass mal ein bisschen auf, der dunkle Sand ist Pipi. Bitte was? Der dunkle Sand ist Pipi. Pipi? Ja, nicht reinspringen und es stinkt. Okay. Kennst ich kenne das ja alles noch gar nicht hier. Was denn, eine Wüste? Ich habe noch nie eine... aber die ganzen Pflanzen hier, das habe ich noch nie... Also, ich kenne halt nur das stinknormale. Aber natürlich verfolgst du das Let's Play sehr aufmerksam. Ja, das mit den Eisenblöcken habe ich verfolgt. Mhm. Au, ups. Das hast du verdient. So. Es ist echt super, dass du vorläufst. Ja, schön, danke. Ich wäre auch gern Vorkoster, aber das geht ja nicht so. Weil ich als Erster anfange zu essen, schlägst du mir sofort alles aus dem Mund und isst es selber. Ja, das ist problematisch. So. Harten Clay, damit kannst du später Töpfervasen machen und sowas. Was ist denn mit dem Huhn los? Was ist denn? Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich liebe diese Hut. Harden Clay. Was ist das denn für ein Hut? Was? Warte. War das überhaupt ein Hut? Ich komme hier nicht mehr runter. Warte mal. Ich komme hier nicht mehr runter, scheiße. Wo kommst du nicht mehr runter? Von dem weißen Pferd. Okay, jetzt bin ich runter. Achso, du hast gerade versucht, das Pferd zuzureiten. Was hat das Vieh im Wasser denn bitte für einen großen Hut? Ich habe mich total erschrocken. Ja. Jetzt ist es weg. Hä? Was war das? Ich wollte diesen Hut. Okay, warte, ich muss hin. Ich muss gucken. Ich wollte ihn hart. Den Hut. Warte. Hä? Das ist weg? Ja, sag ich doch. Ist einfach verschwunden. Hä? Es ist einfach verschwunden. Warte mal, bilde ich mir das gerade ein? Was ist das da hinten? Ich habe da hinten irgendwie einen großen Baum gesehen. Also einen großen Baum, der sich bewegt hat. Mit Armen. Und. Hä? Sowas gibt's überhaupt nicht. Doch. Quatsch. Ein Baum mit Armen, der sich bewegt hat? So, Akazie, ach so. Ich sehe schon im Chat, du verarsch mich, du kennst das. Was? Das ist das erste Mal. Was ist das? Das sind Ents. Das sind die lebenden Bäume. Ich habe das noch nie gesehen. Ich dachte, du verfolgst regelmäßig das Let's Play. Ja, das mit den Eisenblöcken habe ich gesehen. Mm.
Wurdest du eigentlich schon mal mit Eisenblöcken verprügelt? Jetzt kann ich mir den nicht angucken. Okay. Genau. Hä? Wo bist du? Ja, jetzt, ich laufe dir gerade hinterher. Ach da. Nee, das bist du gar nicht. Das ist ein Huhn. Ne, hey! Ja, das Huhn hat den gleichen Hut auf wie du. Deswegen dachte ich, das warst du. Dankeschön. Ja, wo bist du denn? Ja, warte. Hier, ach, bin da. Ich. Hier, guck. Regardez le Huhn. Und das hat hier so hoch geguckt immer. Und da habe ich nur den Hut gesehen und dachte, das wärst du. Ja. Ja. Was ist das denn hier für eine Pflanze? Modisches Stil. Candelia. Kenne ich gar nicht. Die ist neu. Das hört sich an wie eine Vaginalcreme. Ah, nee, Candelilla. Eine Vaginalcreme? Was? Ich nehme die mal mit. Scheidenpilze. So. Garden Trees. Okay. Können wir vielleicht noch anpflanzen? Für die Vaginalcreme. Die können wir dann da rauspressen. Ja. Ich mache da so einen Bauchladen. Kannst du immer vorbeikommen, ist kein Problem. In einen Bauchladen fallen. Falls du mal was brauchst. Ja, ich habe genug Bauch. Da kann ich auch einen Laden eröffnen. Ist genug Platz. Ich schreibe eine Preisliste drauf. So. Mit Lippenstift. Ja, was denn? Apropos Vagina hier, ne? Ich finde die... Egal, egal. Ist das, das Huhn hat einen Helikopter auf dem Kopf. Boah, was für eine coole Hüte. Ich... Was haben wir hier? Warte mal. Hm? Ist das Öl? Was ist das? Treibsand. Och, leck mich doch am Arsch. Gerade hier, wo man es nicht brauchen kann. Ich sollte echt hier ein bisschen aufpassen. Es ist Slutsch. Oh nein. Hä? Kann ich hier was machen? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, Alter. Ich komme hier nicht raus. Oh, Scheiße. Ich sehe nichts. Fuck, ich werde hier krepieren. Ich werde hier krepieren. Nein, Scheiße. Warte, warte, warte. Kann ich irgendwas machen? Ich weiß nicht genau, wie ich hier... Alter, wieso habe ich immer Sand im Gesicht? Ja, weil ich doofe genauso... Warte, 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 warte. Ah, Scheiße. Warte, 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 ich komm raus, ich komm raus. Ich bin zumindest raus. Echt? Ja, das ist schön, ich nicht. Boah, warte. Ja, was soll's. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ah. Was hast du hier denn gebaut? Ich bin hier gerade am Sterben. Hä? Wie, du bist auch am Sterben? So hier. Ja, weil ich auch in den Treibsand gelaufen bin, aber da du gerade selber am Sterben warst, wollte ich nicht... Warte. Warte, warte, ja, warte. Ja, oh, ich lebe. Warte, nein. Geh doch auch. So, ja, auf den Block. Warte, warte, warte. Geh auf den Block. Warte, warte. Geh, geh mal auf den Block. Wabbelt alles hier Treibsand. Rum. Warte. So, warte. Warte, warte. Ich baue dir einen Weg raus. Nein, geh nochmal einen Schritt. Was machst du denn da? Geh mal einen Schritt. So, jetzt kannst du hier hoch. Geh hoch. Boah. Hoch, ich habe überlebt. Bist du schon wieder im Treibsand? Nein, das ist. Alter, was war das? Was ist das? Sludge von Mine Factory. Ich glaube, das ist Abwasser oder so. Ich bin mir nicht sicher. Boah. Alter, und ich dachte, du bist in Sicherheit. Wieso bist du denn auch da reingelatscht? Ich bin nicht da reingelatscht. Ich stand die ganze Zeit schon im Treibsand, aber dann bist du irgendwie eingesunken und ich wollte jetzt nicht noch irgendwie mit Panik machen. Guck mal, das hier kann man schwimmen. Geh mal rein. Ja, das ist geil. Warte, ich mach einen Körper. So. Ah, oh, ist ein Panda. Der sitzt da einfach und chillt seine Base. Natürlich, mit Mutter Panda. Mit Mutter Bär. Vielleicht Mutter ist er irgendwie... Ja. Huch. Vielleicht ist er so ein Mischling. Eisbär und Braunbär. Zack, Panda. Au. Rutsch. Nein! Was denn? Hilfe! Hilfe! Nein! Es war schön. Es war schön. Oh Gott, danke. So. Erstmal schön verabschieden und weitergehen. Vier Schneebälle. Was denn? Nichts. Was machst du denn da? Da stand eine Ente hinter dem Banner. Hast du dir eine gelangt, oder was? Ja. Lebt die noch? Nein. Scheiße, tut mir leid. Das war das Dorfmaskottchen. Scheiße. Ich bin froh, dass es kein Skyrim ist, sonst wäre ich jetzt tot. Ja, was denn das? Warte mal. Hä? Und rennt weg. Oh Gott. Und sie rennt weg. So. Und weg.
Hm? So. Der Chat hat ein echt gutes Gedächtnis. Mhm. Und das ist erstaunlich, denn in 50% der Zeit hat der Chat auch recht. So. Ja. Au, au, nicht hauen. Nicht hauen. Boah, und da ist eine Katze. Ja. Ich habe zu Hause noch ganz viele Taschenmuschis. Bitte was? Also, ja, Katzen in Pokebällen. Ach so. Was denkst du denn? Weißt du noch, der Automaten, den wir jetzt... Alter, wir haben Automaten gesehen. Voll gut. Das ist lustig. Der war aber auch irgendwie aus den 90, aus den 80ern oder so. Automat, oh, ich muss was essen. Automat, uralt, ne? Und du denkst dir so, ach so, das ist der falsche Rucksack. Und du denkst dir so, ach ja, da gibt's bestimmt irgendwie so kleine, diese komischen Kugeln mit Kaugummis drin oder sonst irgendwas. Oder irgendwas anderes. Vielleicht Zigarettenautomat oder bla. Bestenfalls ein Kondomautomat. Und dann guckst du so dran, dann war das ein Sexspielzeugautomat aus den 80ern oder 90ern. Und dann stand da auch so drauf, so Taschenmuschi und bla bla bla, Lustkugeln und Cockring für die Jüngeren, das ist für Hühnchen. Das war sehr merkwürdig und ein bisschen ekelhaft. Ich musste direkt ein Foto machen. Ich musste das eigentlich mal twittern, das Foto. Was das schon alles war, ne? Das war ja uralt schon. Ja, der war schon, also ganz ehrlich, das war schon... Wir hätten eigentlich irgendwie mal was ziehen sollen und irgendwie ein kurzes Handyvideo machen sollen. Boah, vielleicht machen wir das mal, wenn wir da nochmal hinkommen jemals. Boah, das müssen wir echt mal machen. Boah, voll gut. Wie könnte man das Vlog nennen? Da könntest du einfach so ein Clickbait auch draus machen. Ja, klar. Und es wäre einfach wahr, was in dem Video passiert. Taschenmuschi aus abgezogen. Dem Automaten. Nee, Taschenmuschi abgezogen oder sowas. Ja. Voll gut. Und es wäre nicht mehr gelogen. Allein ich kaufe mir eine Taschenmuschi, wäre schon so ein Clickbait, aber wäre halt auch wahr. Weil oder, du wusstest, ja. Oder im Praxistest. Nee. Kannst schwierig, du machen? Schwierig. Ob das Video monetarisiert werden darf in Zukunft? Ich glaube unwahrscheinlich. So. Hier, du schreibst einfach Taschenmuschi damit so ein Sternchen. Du ersetzt das U dann am besten durch ein Sternchen, dann geht ich, das. Ich schreibe einfach hin Maschentuschi. Ja, oder so. So, Maschentuschi hört sich schön Maschenuschi. An. Maschenuschi. Das hört sich fast schon süß an, irgendwie. Maschentuschi. Das ist Maschentuschi. Oder könnte auch ein adoptiertes Kind sein. Ich möchte jetzt bitte, dass wir hier eine Katze Maschentuschi nennen. Also auf jeden Fall, die waren alle schon, also ganz ehrliche Sachen, also diese Sachen, wir haben ja jetzt nichts gezogen. Nein, wirklich nicht. Aber allein der Automat war schon so vergilbt und alt einfach. Ja, es war... Also ich glaube, die Maschentuschis waren schon alle weit über dem Haltbarkeitsdatum. Die zerbröseln bei Benutzung. Ja. So, das ist irgendwie so Schleifpapier. Einfach nur so in Luft auf. Wo bist du auch da? Einfach so ein poröses... Das ist ja sehr herbstlich hier. Ein poröses U. Ja, hier ist schön. Wunderbare Themen. Ja. Normalerweise, wir sind ja auf YouTube, da muss ich mal fragen, ja, und hat jemand von euch schon Praxiserfahrung gesammelt mit so einer Maschentuschi und so? Schreibt's doch mal in die Kommentare, ich lese mir das gerne durch, ich werde da auch noch ein Best-of-Video, lalala. Mir riecht's gerade so angebrannt, ich hoffe mal, das ist nicht der Rechner oder so. Nee, das war gerade mein Praxistest. Also. So. wir sollen... Entschuldigung. Ich muss einfach kurz... So, was denn? Ich will die Fackel anmachen, oh Gott. So, ja, so nennt man das auch. ja. Also, ich mache hier mal ganz kurz ein Bett hin. Also, jetzt unabhängig davon. Oh, Moment. Bist du noch Moment, da? Achso, hier. Ja, ich muss mal kurz ein paar Sachen rauswerfen. Meine Nase juckt. Was ist das denn für ein riesiger Bambus? Boah, den muss ich haben. Entschuldigung, ich muss da hin. Was für ein riesiger Bambus. Ja, viel Spaß beim Abbauen. Und er riecht so verbrannt. Nee, riecht so... Nee, im Ernst, riecht das gerade auch? Nö. Nein, hier riecht alles ganz normal. Es regnet Bambus. Potzol. Okay, ich guck mal kurz, wie der wächst. Ja, ja. Die nächsten 20 Folgen, spannendes Bambuswachsen. Ja. Herzlich willkommen bei Minecraft. Heute wieder ein spannendes Bambuswachsen. Und sonst so? Boah, geil. Erstmal wieder das LP in die Länge gezogen, 1000 Euro verdient. Geil.
Ich habe Quicksand eingesammelt, das werfe ich mal weg. Hup! Weg damit. Das ist Umweltverschmutzung, was du da machst. Nein, das wird zur Erde. Was? Ja. Das wird doch nicht zur Erde. Doch. Okay, bleib hier stehen, bis das zur Erde wird. Nein. So, ja, Frage, wollen wir noch weiter? Boah, komm, Autoscooter. Was? Ne, wäre, glaube ich, hier nicht so gut. Ach Mist, ich habe das ein Echo-Effekt. Warte, kann ich hier gerade... Das ist nicht der Echo-Effekt. Warte kurz. Warte kurz. Nein. So? Doch. Nein. 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 Ja, heute wieder auf dem Autoscooter. Herzlich willkommen. Ab 18 Uhr auf 200 km/h rückwärts. Ja, ja, stimmt. Und jetzt? Jetzt geht's lang. Sonderpreise. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Bei jedem Ticket gibt's los für die Bude. Ein Hexenhut. Ein Hexenhut ist definitiv noch drin. Und wer jetzt zuschlägt, der schlägt auch nicht daneben. Da ist für jeden was dabei. Vorbeikommen, dabei sein, ist bekanntlich alles. Einsteigen, du klingst ein bisschen demotiviert. Du findest ein bisschen demotiviert. Die sind immer ein bisschen motivierter. Es wird die Kinder-Technologie noch. Ach so. Da muss ich mal weitermachen. So, hier ist wieder was los auf dem Autoscooter. Da ist wieder jeder dabei. Meine Fresse. Heute wieder mit Top-Hits und wir spielen weiter. Ab 18 Uhr fahren wir rückwärts. Nächste Runde, nächstes Glück. Und drüben auf der Verkauf. Aber jeder dritte Los, einmal Freischuss. So. Ja, hört sich an, so wie ein bisschen wie in deinem ersten Let's Play. Das geht mir vorhin selber auf den Sack. So. Allein steigen kann er dabei sein. Einfach so. Hallo? Hallo? Ich bin dein Computer. Was ist das hier? Was denn? Die hat irgendwie sowas wie eine Angel auf dem Kopf. Keine Ahnung, ich dachte schon. Ach so. Ich verstehe das Wort Angel nicht. Bitte definiere Angel. Das ist das, was ich dir gleich in den Po schiebe, wenn du nicht deine normale Stimme jetzt wieder machst. Boah, pass auf! Ich bin ein Computer. Ich habe einen USB-Port. Da kannst du mir gerne einen Stick reinschieben. Und ich sauge dir die Daten runter. Ah, schön. Natürlich wirst du den USB-Stick erst falsch einführen, dann umdrehen und wieder falsch einführen. Und erst beim dritten Mal wird es funktionieren. Es ist einfach immer so. Immer. So ist mein Port gebaut. Ich kann da nichts für. Du bist ein Computer, du weißt es nicht. Da unten ist die Maske. Was? Guck unten ins Wasser. Da ist die Maske, die wir vorhin gesehen haben. Ich glaube, du solltest dir die Maske holen. Ja, nee, das... Ist das wirklich? Ist sie das? Es war nee. Die Maske. Wir werden sie nein, nein, öffnen. Der hatte so große, der hatte diese, so wie so Fühler. Ja, aber es war die Maske. Das ist der Afro mit den Kammen, es den hast du auch. Es war die Maske, es war... No. Ja.